Yay, die Nadine ist bei uns und die Nadine hat gewonnen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Also ich freue mich echt mega, das hätte ich nie erwartet. Ich bin hierher gefahren, in der Früh um 6 aufgestanden, total müde, ohne Erwartungen, einfach mal dabei zu sein, weil ich noch nie auf einer Convention war. Das ist mein allererstes Mal. Und auch noch dann zu gewinnen, das ist natürlich jetzt Highlight. Saugeil, ich freue mich. Mega geil. Wann hast du dir das denn überlegt, hier teilzunehmen? Ich habe einen Aufruf gesehen auf Instagram, dass man sich noch bewerben kann. Da habe ich mir gedacht, ach, versuch's doch einfach mal ein bisschen. Du hast ja ein paar Tattoos, zwar nicht zu viele wie manche andere, aber beworben und dann wurde ich genommen. Und ich habe mich natürlich gefreut. Und wie war das so mit den anderen Mädels? War das so ganz nett? Oder gab es auch mal zwischendurch, also muss ja keine Namen nennen, aber gab es auch mal zwischendurch so? Nee, gar nicht. Die Mädels sind super lieb gewesen, Mama war total offen, mein Kleid war zu weit, mir wurde gleich geholfen mit der Sicherheitsnadel. Also eigentlich erwartet man einen zicken Krieg bei sowas, aber gar nicht. Ja. Total sehr locker. Schön, sehr schön. Wer wäre denn, also weil du jetzt auch das sagtest, dass du ohne Erwartung rangegangen bist, wer wäre denn deine Favoritin gewesen? Wärst du jemand anders gewesen? Oder willst du da einen Namen nennen? Also ich hab's nicht so mit Namen, aber wenn ich total schön fand, ich glaube Roxy hat sie geheißen, mit den schwarzen Haaren oder mit den blauen Haaren. Ja. Ja. Aber es war glaube ich Carina mit den blauen, die ist glaube ich sogar Zweite geworden hinter dir. Ja, das heißt? Die Zweitplatzierte und die mit den schwarzen Haaren, die fand ich auch, ja. Ich konnte nicht alles ganz genau verfolgen, weil ich hatte meistens Standarrest. Ja. Weil da zwei vom Team auch in der Jury waren, also ja. Hast du teilweise uns den Sieg zu verdanken. Quasi, aber wir sind natürlich nicht bestechlich. Nee. Wie war denn so, also wie waren denn die Runden? Was war denn deine Lieblingsrunde? Ich glaube, ihr hattet erst Streetwear, dann Abendmode und dann Bikini, ne? Am liebsten Streetwear. Ja? Da fühlt man sich wohl, so läuft man jeden Tag rum und jetzt Bikini mit, durch die Geburt von meinem Sohn war jetzt so Bauch und alles, aber ja, war alles ganz cool. Scheint ja nicht so schlimm gewesen zu sein. Nein, es ging. Wie alt ist denn dein Sohn? Fast 15 Monate. Ach krass, das war ja quasi gerade erst. Ja, es fühlt sich schon noch so an, ja. Nicht schlecht. Darf ich fragen, ob du einen Partner dazu hast? Ja, ich bin verheiratet. Ah, sehr schön. Und der passt auf meinen kleinen Schatz auf. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass du den jetzt nicht hier... Ne? aber was hat der gesagt? Also, weil er hat das unterstützt mit der Wahl und so weiter, dass du hingehst? Ja, mein Mann wäre gern mitgekommen. Ja. Aber ich habe meine beste Freundin vorgezogen, weil wir mal einen Mädels-Trip machen wollten. Und ich brauche ja auch einen Babysitter. Ja, ich bin mal gespannt, was er sagt. Was ist? Der wird sich freuen. Bitte? Der wird sich freuen. Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt gewonnen, wenn ich fragen darf? Also was, man bekommt ja auch was, ne? Also so ein Shooting oder so? Ja, Shooting bei Erotica. Genau. Und weißt du schon, ob das war, ne? Also ich stehe schon länger mit Erotica in Kontakt. Dann kam die Schwangerschaft dazwischen und nächstes Jahr, wenn ich mehr trainiert habe, möchte ich schon auf alle Fälle es wahrnehmen. Sehr schön. Hast du denn auch schon öfter Shootings gemacht oder bist du einfach eher so jetzt hier reingekommen? Also ich habe als Hobby-Model schon viel gemacht und mein bester und tollster Job war Playboy. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Oh, und Erotika ist halt nochmal so ein i-Tüpfelchen von allem. Wie fing das denn bei dir an mit den Tattoos? Wann hast du denn dein erstes? Ich bin zu meinem 18. Geburtstag nach Nürnberg gefahren und habe mir spontan ein kleines im Nacken stechen lassen. Und dann nach und nach das nächste. Ging es halt los wahrscheinlich. Genau. Die Sucht. Was hast du denn so verewigt auf dir? Möchtest du ein bisschen drauf eingehen? Also die meisten Tattoos haben Bedeutung von mir, aber das bleibt für mich, weil die sehr tiefgründig sind und das bleibt bei mir. Ja. Weißt du schon, was das nächste sein wird? Ich lasse mir den ganzen rechten Arm tätowieren und der ist für meinen Sohn alles. Sehr schön. Ja. Ja, da kann man ja auch nichts mit falsch machen quasi. Genau, der bleibt für immer. Weißt du denn schon ein paar Motive oder? Ja, es folgt jetzt dann noch eine Taube und der Name, ein paar Schriftzüge und mal schauen dann noch. Hast du irgendeine Grenze, was so Bereiche angeht, also Hals, Gesicht, Dekolleté oder so? Hals fände ich sehr geil, aber sehr gewagt. Vielleicht irgendwann mal. Grenze ist für mich definitiv das Gesicht. Und Hände hast du auch schon, ne? Also Hände sowieso, aber tätowiert Hände? Genau. Gehst du denn da zu einem Stammtätowierer oder hast du immer verschiedene? Also anfangs hatte ich keinen Stammtätowierer, aber jetzt habe ich einen gefunden, wo ich angekommen bin und bei dem bleibe ich. Sehr schön. Bist du momentan beruflich quasi dann Mutter und Hausfrau oder hast du noch was, wo du wieder einsteigst oder wie ist der Plan? Weißt du es schon überhaupt? Also ich bin noch im Mutterschutz 2 Jahre.
da möchte ich auch, also das möchte ich wahrnehmen, ich möchte voll für meinen Sohn da sein. Und dann, wenn er in den Kindergarten geht, als medizinische Fachangestellte halbtags arbeiten. Und also ist auch der Job, den du gelernt hast, medizinische Fachangestellte? Ja, das ist mein Job. Okay. Hast du denn da schon mal irgendwann ein Problem gehabt mit dem Tätigkeit, dass du gesagt hast, Frau so und so, bist du ja noch nicht weiter? Frau Nadine? Also ich muss sagen, wo ich noch gearbeitet habe vor der Schwangerschaft, hatte ich noch nicht so viele sichtbare Tattoos. Aber wenn mich jemand nicht will, der Pech gehabt, dann ich finde schon einen Job. Also ich mache mir da keine Sorgen. Genau die Meinung habe ich heute auch schon gehört. Sehr gut. Ich frage immer so zum Ende hin, ob du noch was Bestimmtes erzählen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt. Oder ob du grundsätzlich zufrieden bist mit der Frageweise, dann haben wir eine Win-Win-Situation. Oder ob du noch was Bestimmtes raus posaunen möchtest. Ich habe gewonnen! Ha! Zum Beispiel. Nein, Quatsch. Nee, einfach an alle, die Tattoos sich machen lassen möchten, die noch keins haben, überlegt es euch gut, das ist für immer. Aber man lebt nur einmal, macht es, wenn ihr dazu Bock habt. Und lieber faltige und farbige Falten haben und einen Körper anstatt hautfarbigen Körper mit Falten. Ja. Sehr gut, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und ich muss dich nochmal knuddeln am Ende. Vielen Dank fürs Interview. Danke.